Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von MudRunner, dem Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo! Ja, wir sind auf der neuen Karte, nennt sich Überschwemmung. Finde ich gar nicht gut. Der Start erinnert mich nicht an die. An eine andere Map. Ja, halbe Map müssen wir noch entdecken. Jo, Map. Map. Hier ist so ein bisschen was überschwemmt. Ja, also man hat es ja in der Forschung schon gesehen, hier zieht sich einmal alles voll mit Überschwemmung durch. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Ein Sägewerk ist auf unserer Seite und alles andere auf der anderen. Wo ist ja. Ich die Werkstatt? Da. Übrigens, Tobi, denk dran, der mit Wasserproblem bin nur noch ich hier, ne? Oh, scheiße. Wir haben zwei Werkstattanhänger und die müssen wir erst zur Werkstatt bringen, sonst haben wir keine Werkstatt, keinerlei Werkstatt. Oh. Warte mal, wir haben oben im Nordwesten eine Werkstatt. Warum haben wir noch eine zweite Werkstatt? Nein, haben wir nicht. Das ist ja der Witz daran. Dann müssen wir beide Werkstattanhänger dahin bringen? Nee, du brauchst nur vier. Ich denke, es sind zwei, falls du einen verkackst, dass du noch eine Chance hast. Ah, okay. Willst du das Werkstattanhänger-Dings machen? Ich kann es probieren, ja. Wir haben eine einzige Holzstation und zwei Stammausgaben. Das heißt, ich würde mich auf den Weg zur Holzstation machen, die ist im Südwesten. Also willst du mit Kran arbeiten? Nein, zur Holzstation, nicht zur Stammausgabe. Holzstation, ja, ich bin dumm, ja. Also Nordkran muss jetzt nicht sein. So, wo, Sägewerk haben wir bei uns hier eines. Haben wir noch ein zweites Sägewerk? Ne, wir haben nur eins. Okay. Ein Sägewerk, eine Werkstatt und das war's. Und auf einer Insel dort hinten zwei Fahrzeuge. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat schon einen Grund, warum es nur ein einziges Sägewerk gibt. Ich auch, aber gehen wir erstmal rein. So, ich habe übrigens den 5-Sterne-Truck aus einem Nicht-DLC. Aus dem Standardspiel. Und ich habe den aus dem DLC. Ich weiß gar nicht, aus welchem DLC. Auf jeden Fall ist der jetzt ein DLC, den ich hier habe. Und den hatten wir im Geburtstags-Livestream auch schon benutzt. Da haben wir die Map Insel nämlich gespielt. Der Livestream findet sich auch in der Playlist hier von MudRunner. Und habe ich schon ein paar Erfahrungen mit dem. Ich werfe mir mal den mittleren Holzaufbau da drauf. Also nee, was ich kann mir nichts keine drauf machen. Wir haben keine Werk. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Witz. Eieiei. Ich habe einen Tankwagen einfach hier unten drauf. Ja. Soll ich denn einfach nur hinterherfahren oder was? Ja, ich meine was anderes. Wir können jetzt nicht weiter mit dem Werkstatthänger fahren. Ey, das sieht cool aus. Ich meine, ich würde dir ja anbieten, bei mir hinten da auch noch einzusteigen, aber. Wir haben übrigens jeder das zwei Werkstattanhänger, ja. Also ich sag nur. Wir haben vier Werkstattanhänger zur Verfügung. Ja, ich nehme davon auch einen Werkstatthänger, weißt du was? Und wir fahren einfach gemeinsam im Kombi dahin. Und ich kann einfach meinen Werkstatthänger da abstellen, dann einfach oder so. Okay, haben wir irgendeine Idee, wie wir langkommen? Also ich vermute mal, wir nehmen die Straße hier, gehen dann hier Richtung Norden erstmal, kommen dann irgendwie da rüber, sammeln die beiden Fahrzeuge ein, gehen über den Beobachtungspunkt hier zur Werkstatt. Da sind wir auch noch an der Tankstelle. Passt das? Ich fahre davon hinterher. Nice. Du hast nicht angekoppelt. Ach doch, hast du. Jeder hat zwei Werkstattanhänger. Ja, wie du gerade eben gesagt hast, da hörst du mir überhaupt irgendwie mal zu. Ja, ich habe gehört, dass wir vier haben, aber da ist mir gerade aufgefallen, dass, okay, die Anhänger sind ja spezifisch für jede Person. Okay, hey, ich höre übrigens auch wieder mit Lenkrad und Force Feedback, also. Ja. Okay, wir können immer dreimal verkacken, ne? Aber denken die, wir sind so schlecht oder warum geben die uns vier Werkstattanhänger? Ich habe Angst. Irgendwie ein bisschen. Dass wir beide wir haben eh nur eine begrenzte Anzahl an Trucks, also
Was ist diese Werkstattanhänger? Sind das ehemalige Zirkusanhänger oder was ist das? Ja, keine Ahnung, die sehen ein bisschen seltsam aus auf jeden Fall. Aber das ist ja nur Wasser. Bäh. Ja. Ey, du gehst unter, ne? Ja, ich sehe schon. Alles in Ordnung oder bist du abgesoffen? Na, ich bin. Hobby? Ich bin festgesetzt. Da komme ich nicht mehr raus. Wärst du so freundlich und würdest mich rausziehen? Ja, ich probier's mal. Warte mal, ich koppel mal meinen Anhänger ab. Wo krieg ich den Hänger ab? Hopp. Hä? Bin ich dumm? Fortgeschrittener Modus. Ja. Da, ach, Anhänger lösen. Jawohl. Waren hier auch noch in die Senke. Wenn du von oben guckst, dann siehst du das Relief unter Wasser. Ey, ist alles so, hier geht's immer runter, hoch, runter, hoch. Ich glaube, du mit deinem flachen Fahrzeug hast ja vielleicht ein bisschen bescheidene Wahl getroffen. Einmal meinen Anhänger wiederholen. Ich hab's Gefühl, wenn wir da an der Werkstatt angekommen sind, sind alle Werkstattteile einfach nur rostig. Oh Gott. Ah. Tobi? Bist du ernsthaft in die gleiche Senke gefahren? Genau. Genau das. Ich war zu weit links. Ich ändere die Route etwas ab. Bis wir eine Werkstatt haben, dann sage ich erstmal, Hauptsache wir bekommen halt die Werkstatt da. Ja, das wäre wichtig. Das ist korrekt. Ah, da geht's nach oben, wo du gerade bist. Beste Insel. Insel. Sollen wir uns allgemein jetzt ein bisschen links halten, oder? Ja. Okay, dann mache ich halt immer von oben drauf gucken, dass du siehst, wo tief ist und wo nicht. Ja. Ich sollte bestenfalls von oben, wenn ich von oben drauf sehe, noch den Boden sehen können. Naja. Ansonsten sehe ich es aber nicht absacke und dann einfach direkt bremsen, wieder zurückrudern. Ja, am besten fahren und nicht rudern, aber. Ja. Rudern ist es schon ein bisschen zu spät. Warte mal. Ach lol. Bin viel zu wenig links gefahren. War gerade so, hä, wo bist du? Ich bin einfach geradeaus gefahren und nicht links. Ah, oh, Junge, das zieht aber auch richtig Kraftstoff. Ich habe einen Verbrauch von 27, 28 Liter die Minute. Das ist nur 22. Es schluckt richtig Treibstoff. Ich habe jetzt schon 100 Liter verbraucht. Ah, hier wird's tief. Und das bei den aktuellen Spritpreisen, du. Naja, zum Glück ist Sprit hier immer kostenlos. Na. Das könnte tief werden. Mein Lenken bringt hier auch nicht so viel. Da muss man so. Naja, die Strömung einfach. Nein, nee, nicht die Strömung, es ist einfach nur alles Wasser. Ja, aber die Strömung, die drängt einen auch ein bisschen. Da muss man auch immer beim Lenken aufpassen. Dass man gut gegen die Strömung anarbeitet. Also bei mir hier ging es einfacher. Schön für dich. Deshalb bin ich auch weiter links gefahren, als ich eigentlich gefahren bin. Ja, ich bin noch weiter links gefahren. Ich sag mal, mit dem Fahrzeug hier, immerhin kriege ich ja nie Schaden, wenn ich gegen irgendwelche Bäume fahre, einfach weil ich so langsam unterwegs bin. Na. Jetzt können wir mal hochgeschalten hier vom ersten Gang. Was? Du schaltest hoch? Und ich habe gerade den zweiten Gang drin gehabt. Weil hier war ja gerade die Stelle ohne Wasser auf der Insel. Okay. So, sind wir noch auf deiner Route, oder?
Also, ich sag mal so, also Sumpf ist nichts dagegen. Sich durch so einen richtigen Sumpf, also jetzt nicht die Websumpf, sondern sich durch so einen richtigen Sumpf durchzuqueren, ist glaube ich nichts hier dagegen. Auf dem Sumpf hast du noch halbwegs Standfläche. Hast du immer Wege und hier einfach Wasser? Ja, hier ist einfach nur Wasser und ein paar Bäume da drinnen. Und ein paar verfaulte Bäume, die du wegknicken kannst. Ah! Was? Hast du schon wieder ein Problem damit, dass ich rückwärts fahre oder was? Wenn du mich reinrammst. Mir nicht so dolle auf, Alter! Ja, du fährst ganz plötzlich, stehst du und fährst rückwärts. Ja, weil ich eine Guck doch gefährliche in den Wasserstelle Spiegel. gefunden habe. Ja, guck doch in die Seitenspiegel, da fährst du die. Ich guck, dass ich irgendwie nie hin. Also, auf. Oh, jetzt ist schon wieder hier. Vielleicht mal ein bisschen gegenlenken, ne? Was Drehschirm mit gegen? Rangieren muss gelernt sein. Alter, der Ich Drehschirm ist klinge mir so, als ob sowas ich von selber egal könnte. gerade. Ich klinge so, als ob ich selber könnte. Ja, sacke ich weiter ab, oder? Nee, es sollte gehen. Ein bisschen weiter rechts halten, vielleicht. Da ist ein bisschen höher. Ja, schaut aber soweit gut aus. Ich glaube, ich habe in meinem Zirkusanhänger einen dezenten Wassereinbruch. Ja, kann ich mir Ich vorstellen. sage, die Werkzeuge werden, wenn sie an der Werkstatt angekommen sind, alle verrostet sein. Würde ich hier meinen Weg empfehlen? Ja, danke, weiß ich Ja, auch. Moment. Da ging es ein bisschen tiefer. Rein. Hier dann. Hier ist besser. Nicht so, dass ich nicht voll links eingeschlagen hätte. Ach so, oh. ich fahre mich einfach gerade in den Wald rein oder soll ich Ja, irgendwie einfach anders in die fahren? Richtung. Also mal froh, in den Wald zu sehen und nicht nur Wasser. Pascal freut sich, einen Wald zu sehen, was? Ja, hier geht's nicht weiter. Hier ist zu eng. Schemel rangieren, ja. Ich drück mein Anhänger gerade gegen dich. Der ist ja nicht mal Reifen, der Werkstattanhänger von mir. Sicher, dass es da Fahr nicht lieber durchs durchgeht? Wasser. Ich fahre hier durchs flache Wasser hier am Wald vorbei. Das ist einfacher. Es durch den Wald durch, in meinen Augen. Route sagt aber durch. Ja, Ja, okay. das Navi kann auch lügen, ne? Nein, das habe ich gesetzt. Das stimmt. Das hast du durch schwarzes Gebiet gesetzt, weil von dem du nicht weißt, wie es aussieht. So. Ich bleib hier hinter der Ausfahrt, mal kurz stehen und warte auf dich. Will ich nur wieder vorlassen, weil ich keine Ahnung habe, wo die Route lang geht. Ach, Leute, hier vor, direkt vor mir ist ja der Beobachtungspunkt schon. Das heißt, wir haben die Hälfte geschafft. Ja. Ja, und danach geht's zur Werkstatt jetzt, ne? Nee, zum nächsten Beobachtungspunkt und dann zur Werkstatt. Okay. Das liegt aber auf der Route, also dadurch. So, wo lang müsste ich jetzt? Links, rechts, geradeaus? Stück links. Also, ja, von dir aus gesehen scharf links. Guck mal, hier ist ein Stück einer Straße. Toll. So, ich warte auf dich. Ich bleib mal auf der Straße, obwohl, nee, die Straße versinkt Bleib mal einfach auf im. der Straße. Die versinkt einfach im Matsch, die blöde Straße. Könnte vielleicht daran liegen, dass der Fluss Matsch auf die Straße draufgespült hat. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde man hier durchkommen. Oder? Soll ich mich vortasten? Ich komme einfach mal ein Stück Also weiter. ich komme perfekt durch. Okay.
Bisher zumindest. Ah, ich werde abgedriftet, ich werde abgedriftet. Alter, was ist das für eine Strömung hier? Sehr eine Steigung. Ich hätte es eher als Schräglage bezeichnet, die unter Wasser ist. Aber. Was meintest du mit Strömung? Ja, vielleicht so eine Unterwasserströmung, die mich ergriffen hat, keine Ahnung. Ich denke nicht, dass es hier so ein großes Strömungsmodell gibt. Ich glaube eher, dass es einfach eine Schräglage, die halt durch die Hügel im Wasser ist. Ich habe trotzdem Panik bekommen. Also, abgetrieben werden. Ich musste gerade voll gegenlenken. Achso, warte mal, ich muss mal meine Route aktualisieren. Ja, mach das. Apropos, wir fahren auf eine Straße zu, das ist gut. Dann fahren wir erst auf die Straße, auch wenn es nicht der direkte Weg ist, wir fahren auf die Straße. Cool. Ich lass mal wieder vorfahren. Oh, oh, oh. Das sah gerade abenteuerlich aus, aber so... Einfach so schön reingetippt. Wasser. So, jetzt können wir das Ganze mal auf dem Matsch ausprobieren, das Fahrzeug hier. Oh ja. Ja, Land. Jetzt hat keinerlei Probleme im Matsch. Finde ich gut. Also mein Fahrzeug, das fährt im Wasser genauso schnell wie auf der Straße und genauso schnell wie im Matsch, genauso schnell wie im Wasser und wie auf der Straße. Der fährt immer gleich schnell. Finde ich gut. Glückwunsch. Ich verstehe mal nicht, warum diese Anhänger keine Reifen haben. Die fahren einfach nur auf Stahlrädern. Keine Ahnung. Warum die keine Reifen? Vielleicht haben die so Werksanforderungen, dass sie eine bestimmte Klang erzeugen müssen, wenn die kommen. Ah ja. Und dadurch sollen sie die gesamte Straße kaputt machen. Also das Fahren erschweren, indem sie einfach nur im Schlamm schleifen. Jo, zweiter Gang, Alter. Ui. Bist zu langsam. Ich fahre schon dritter Gang hier jetzt gerade. Links geht's zur Tankstelle dann wahrscheinlich. Die Werkstatt. Ja. Ah, die Anhänger enthalten nur zwei Werkstattpunkte. Glück haben wir vier mitgenommen. Die Auflieger haben, die Auflieger haben vier, deshalb bin ich einfach davon ausgegangen. Im Singleplayer wirst du dich ein bisschen verarscht vorkommen, ne? Das will man fahren, ja. Du denkst, oh fuck, nochmal das Ganze. Die Flut kommt! Woohoo. Junge, mein Fahrzeug kann 1000 Schadenspunkte erhalten. Also es hat maximal 1000 Schadenspunkte. Gut. Warte mal, ich würde mal ganz kurz meinen Kraftstoff loswerden, dann würde ich den Anhänger mal, dann würde ich den Auflieger einfach mal entsorgen. So, und jetzt können wir planen. Tankanhänger, das gibt's auch noch. Holzauflieger, naja, okay, ich hab auch Mittel. 4 Punkte. Ich würde sagen. Verbesserte Sattelkupplung? Werkstattsattel anhänger? Was hat denn eine verbesserte Sattelkupplung? Keine Ahnung. Ah, okay, die verbesserte Sattelkupplung, die hat nochmal 100 Reparaturpunkte dazu. Ah, okay. Also, wir haben jetzt zwei Optionen, Tobi. Entweder einer macht die zwei Holzfuhren und der andere beobachtet. Oder wir holen beide Holz und schaffen es beide zusammen zum Sägewerk. Und beobachten danach oder beziehungsweise davor noch den Rest. Ich würde sagen, wir bleiben diesmal tatsächlich zusammen und fahren einfach gleichzeitig, weil, na gut, es geht von der Route nicht ganz, aber ja. Weil wir schalten jetzt halt eben eins, na vielleicht drei Beobachtungspunkte frei, wenn wir dann noch einen Umweg fahren da im Süden, aber der in der Mitte, den schalten wir eben nicht frei. Den müssen wir eben dann zwischendurch doch mal freischalten, genauso wie die beiden Fahrzeuge da oben auf der Insel. Da können wir einfach machen, wie wir im Livestream bei der Insel gemacht haben, dass wir einfach so Zeug zum Sägewerk hinstellen und dann nochmal mit anderen Fahrzeugen, die wir schon freigeschaltet haben, falls auf der Reise noch welche freischalten, ne? Nein, glaube ich nicht. Also, weiß ich weiß, ein Fahrzeug von mir ist noch im schwarzen Gebiet hier irgendwo. Ach so, ja, gut, das kann natürlich sein. Und zwei sind oben da auf der Insel.
Ansonsten, du hast ja noch ein drittes, du hast ja noch ein zweites Fahrzeug dir genommen, ne? Ja, das ist eigentlich so ziemlich klein und ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt einmal kurz eindippen überlebt. Ja, okay. Oder wir fahren halt eben jetzt nochmal zurück, schalten da oben die Fahrzeuge noch frei. So, um jetzt erstmal Holz holen und da abgeben im Sägewerk, weil dann wären wir ja fertig. Aber hätten nicht alles geschafft. Ach so, ja. Achso, du fährst jetzt da oben schon zum Beobachtungspunkt direkt. Ich bin gerade wundert, wo fährst du hin? Mitten im Wald. Also ich würde jetzt einfach sagen, lass einfach jetzt hoch zur Insel fahren und da die Fahrzeuge freischalten. Und dann von der Insel aus dann runter zur Holzstation und dabei irgendwie noch die ganzen Beobachtungspunkte mit einsammeln. Also das ist einfach mit von der Insel da oben dann mit Umwegen über die Beobachtungspunkte zur Holzstation fahren und dann halt eben zum Sägewerk. Oder wir teilen uns halt auf, dann fahre ich jetzt zur Insel. Über diese Straßenabschnitte zum Teil. Die Frage beim Aufteilen ist ja halt nur Richtung wir müssen Zentrum. Uns ein paar Mal rausziehen schon. Ne, wir mussten uns also wir müssen schon ein paar Mal rausziehen. Wir mussten uns zweimal exakt an der gleichen Stelle rausziehen, weil wir beide einmal reingefallen sind, ja. Wir wissen ja jetzt ungefähr, worauf du achten musst. Und außerdem, wenn du deiner Straße folgst, dann habe ich den Eindruck so, dass es auch ein bisschen besser geht. Okay, also du fährst hoch zur Insel, versuchst genau. Da alles freizuschalten. So, und du guckst, dass du den Beobachtungspunkt im Zentrum hast. Genau. Und dann treffen wir uns in der Werkstatt hier wieder. Nicht unbedingt, das wäre nicht gerade hilfreich, aber... Zum Abzweig, der da nach Süden führt an der Straße. Ja, so ungefähr. Den wir auf der Karte schon sehen. Also einfach gemeinsam dann da in Richtung Süden über die beiden Beobachtungspunkte am Maprand entlang zur Holzstation fahren. Naja, genau. Aber wie wir das dann machen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.